Passend auch zum WM-Start der brasilianischen Nationalmannschaft gehen wir also rein in eine ganz neue Sprint to Glory, die ausgestattet ist mit einer Nationalitäten-Challenge, was so viel bedeutet wie, wir gehen rein in dem Fall mit Benfica Lissabon, Roger Schmidt also in Portugal, ja, und dementsprechend dürfen wir tatsächlich nur zum Anlass Auftakt Brasilien-Nationalmannschaft nur Brasilianer verpflichten. Dabei ist tatsächlich ganz egal, ob die Spieler wirklich bei der WM nominiert sind oder eben nicht, denn wir müssen natürlich auch gucken, gerade was das Gesamtrating betrifft, ob die Spieler denn überhaupt bei uns hier ins Sortiment mit reinpassen, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben unter anderem hier mit David Neres schon einen Brasilianer, der kann sich auch sehen lassen. Wir haben ganz viele andere Spieler, auch Verissimo, und deshalb bin ich überhaupt erst zu Benfica Lissabon gekommen, weil da halt eben schon sehr viele Brasilianer spielen. Ich glaube, Gilberto ist auch einer, genau so ist es. Es ist wirklich jetzt schon eine gute Mannschaft und João Victor ist genauso Brasilianer. Also man hat gar nicht so viel Änderungs- bzw. Handlungsbedarf, aber trotzdem, wir wollen diese Mannschaft genauso erfolgreich jetzt in die erste Saison führen, wie es in der Realität Roger Schmidt gelungen ist. Gruppensieger in der Champions League, ungeschlagen seit seiner Amtszeit. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich denke, nahezu perfekt. Bei uns wird es nicht unbedingt laufen, ist aber ganz egal. Wir starten also jetzt direkt rein in dieses Sprint to Glory. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich auch gerne kostenlos. Danke für den Support. Jetzt geht's rein. Alle Transfers kriegt ihr natürlich mit. Ist gar kein Thema. Wobei wir auch aufpassen müssen, denn mit nur 36 Millionen kommt man da gar nicht so weit. Denn in der Transferzentrale seht ihr auch, ich will schon einige große Kaliber holen. Vielleicht nicht unbedingt Alisson oder Ederson. Für die Zukunft sind das natürlich dann zwangsläufig Kandidaten für die Torhüterposition. Aber es soll halt dann weitergehen hier. Keine Ahnung, wer es wird. Es sind unfassbar geile Spieler, interessante, darunter auch viele, die gar nicht bei der WM mit dabei sind. Aber trotzdem, lassen wir das Ganze einfach mal auf uns zukommen. Es soll aber auch wirklich einen regen Ausverkauf hier geben aus den eigenen Reihen. Ich werde mich dran setzen. Alle Abgänge gibt es gleich. Aber vorher natürlich alle Neuzugänge auf einen Schlag. Da sind wir dann also angekommen. In der Realität weiß ich schon gar nicht mehr, wer war da mit in der Gruppe? Tel Aviv? Nee, Makaifa? Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Herrenwehen, Juventus Turin, das stimmt schon, und genauso auch Paris Saint-Germain. Es ist eine absolute Mördergruppe, aber wir haben uns dafür gewappnet, ob es reicht, individuell. Ich wage es zu bezweifeln, aber Mateus Cunha kam für 16 Millionen im Tausch dafür. Rafa also zu Atletico. Wir haben den Brasilianer Nummer 1. Evanilson 33,5, Brasilianer Nummer 2. Die 3 ist Gabriel Martinelli im Tausch mit Chiquinho. Das ist ein richtig guter Deal, ja, sehe ich jetzt gerade erst, gemessen am Marktwert. Dann haben wir Roger Ibanez geholt für 29 von der Roma. Bremer kam für 54 von Juventus Turin. Ich wusste gar nicht, dass der so stark ist. Hat auch direkt die Binde bei uns. Und Bruno Guimarães kam für 25 und João Mario im Tausch. Auch das für mich ein richtig guter Deal. Aber auch Spieler haben den Verein selbstverständlich verlassen. Anders wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Alle Abgänge seht ihr jetzt nochmal im Hintergrund ab hier. Julian Weigel zurückgeholt, verkauft. Verissimo, Florentino ist gegangen. Gilberto genauso. So Ramos auch, Otamendi, Pinho auch Leite, plus Silva, den wir verliehen haben, Dias 3,8 verkauft, Brooks 16,3, Gonçalves 6 Millionen und Almeida 2,45. Hochverdiente Spieler, gerade auch in der Realität, was die wirklich abliefern, das ist echt beneidenswert und das verdient sehr, sehr viel Respekt, ja. Nichtsdestotrotz, bei uns geht es nur um die Brasilianer und wir haben jetzt bis auf unseren Keeper, beiden Außenverteidigern und der Achterposition auch jetzt schon überall tatsächlich Brasilianer. Wir sind gut ausgestattet, also ich hoffe, der Vorstand gibt die nötige Rückendeckung. Ich kümmere mich auch noch um die Jugendakademie und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Zwischenfazit in der Wintertransferphase. Einmal geblinzelt und plötzlich stehen wir schon wieder da am 1. Januar. Manager-Rating ist perfekt. Ich hoffe, das ist dann auch gleichzusetzen mit einer hoffentlich guten Hinrunde. Die Mannschaft entwickelt sich wirklich prächtig. Wir haben jetzt schon die 81 plus im Kollektiv. Also da darf man dann, denke ich, auch schon ein bisschen was erwarten in der Liga, nur auf Platz 2. Da hat Sporting noch keine einzige Niederlage. Bedeutet auch, wir konnten nicht gegen Sporting gewinnen, aber zumindest vielleicht einen Punkt holen. Ich weiß es nicht. Wir stellen aber zumindest mal die zweitbeste Offensive und die, ja gut, viertbeste Defensive. Es ist ein Mittelmaß. Es ist noch alles drin. Wir wollen aber trotzdem natürlich die Liga Portugal gewinnen. Taca Portuguesa, das sind wir noch mit von der Partie. Paco Ferreira wartet da im Halbfinale, gewonnen davor gegen Santa Clara und Vitória Guimarães. Erste Runde hatten wir ein Freilos und bitte Champions League, sind wir mit dabei? Und ja, das sind wir. Achtelfinale treffen wir auf den FC Sevilla, Gruppensieger. Wie auch in der Realität und tatsächlich in der Konstellation original. Wie tatsächlich in der Realität, nur dass Benfica aufgrund, ich glaube, mehr geschossene Auswärtstore vor Paris ist. Die waren nämlich eigentlich punktgleich. Ja, eine Niederlage hier ist ganz egal. Den Rekord von Roger Schmidt brechen wir leider nicht. Aber das wäre eh nur so ein absolutes Zusatzding gewesen. Wir stehen auf Platz 1.
Wow, verloren haben wir das Hinspiel gegen Paris, im Rückspiel dann gewonnen, Herrenwen haben wir zweimal geschlagen und Juve auch einmal unentschieden und einmal, ach nochmal unentschieden. Okay, also wie gesagt, unterm Strich souveräne Hinrunde im Allgemeinen betrachtet, der FC Sevilla wartet. Let's go, wir wollen rein und wir wollen gerne auch ins Viertelfinale, würde ich absolut mitnehmen. Let's go, ab geht's ins Ramon Sanchez Pizjuan, das ist die Heimspielstätte des FC Sevilla, die auch eine wirklich richtig gute Mannschaft haben, aber wir, wow, die Jungs nehmen ja unfassbar die Entwicklung hier mit. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir gehen also rein nach Spanien, nach Sevilla und gewinnen mit 2:0. Bruno Guimarães und Evan Nilsson sind die Siegtorschützen für uns hier heute in diesem Spiel. Zu Hause Estadio do SL Benfica wollen wir natürlich das Viertelfinale jetzt fix machen. Sevilla brauchen einen Sahnetag, erwischen sie nicht. David Neres mit dem 1:0, Rakitic nur noch mit dem Ausgleich. 3:1 in der Gesamtwertung. Wir stehen im Viertelfinale. Let's go. Ich glaube in der Realität auch durchaus denkbar aus Sicht von Benfica, denn ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, gerne verbessern sollte ich falsch liegen. Brügge ist der Gegner für Lissabon, also die kann man schlagen, haben zwar auch überragend die Hinrunde der Champions League gespielt, unter anderem glaube ich die mitbeste Defensive und die meisten Spiele zu Null, Simon Mignolet absolut top, aber ich glaube Benfica wird für Brügge dann Endstation. Anfield Road, absolutes Topspiel, wir treffen auf den FC Liverpool mit Diaz, Nunez und Salah vorne drin, da fehlen natürlich ja unter anderem Bobby Firmino oder natürlich auch Sadio Mané, komm schon, vielleicht gelingt uns ja irgendwie das große Wunder direkt hier in Liverpool, 1:1 ist okay. Okay, Kunja mit der frühen Führung, Mo Salah spät in Minute 88 dann mit dem Ausgleich. Heißt, es ist alles möglich jetzt hier im Rückspiel des Viertelfinals der Champions League. Ganz ehrlich, ich sehe Liverpool schon favorisiert in dieser Partie, aber an einem guten Tag könnten wir theoretisch auch gewinnen. Und wenn nicht, ist es halb so wild. 3:2 Benfica Lissabon. Luis Diaz mit der Führung, Neres dann mit dem Ausgleich, Evan Nilsson dreht das Ding. Nunez bringt Liverpool spät, wie auch im Hinspiel bereits durch Salah, ganz, ganz spät zurück. Und Grimaldo in der 114. damit natürlich dann auch spät in der Verlängerung 3:2 Siegtreffer. Top 4 Teams in Europa mit Benfica Lissabon plötzlich im Champions League Halbfinale. Jetzt wartet der FC Bayern München, Allianz Arena, und es ist vermutlich das mit stärkste Team, was wir bisher hatten. Wobei Liverpool, ja, die nehmen sich wahrscheinlich nicht viel. Ganz egal, wie es ausgeht, wir wollen natürlich trotzdem die Challenge überall in der Startelf auch mit Brasilianern ausgestattet zu sein, erst erledigen, bevor dieser SDG zu Ende ist. Wir haben zwar nicht mehr so viele Positionen, die fehlen, aber ihr wisst, was ich meine. Gehen wir also nach München. Das Hinspiel gibt ein 2:0 für die Bayern. Müller-Goretzka in einem eigentlich bis dahin ziemlich ausgeglichenen Spiel, was dann doch aber deutlich für die Münchner ausgeht. Zu Hause werden wir nicht aufgeben. Die Kulisse, die Fans, alle haben natürlich Bock auf dieses Spiel. In der Liga stehen wir auch ganz gut da, spielen aber ja zu oft unentschieden. Das dritte jetzt in Folge. Porto wartet dann auch noch im Pokalfinale. Es kann trotzdem unterm Strich, unabhängig der Champions League, eine richtig gelungene erste Saison sein. Und im Rückspiel gibt es auch nochmal eine Niederlage mit einem 1:2. Evan Nilsson, frühe Führung, die Hoffnung war da. Dann aber Müller und Coman 1:4 in der Gesamtwertung. Klingt deutlicher, als es die Spielverhältnisse eigentlich statistisch gesehen hergegeben haben. Halb so wild, wir waren im Halbfinale und wir greifen ein anderes Mal definitiv wieder an. Ob wir uns dafür aber überhaupt direkt qualifizieren, das weiß ich gar nicht. Die Spurs gewinnen gegen Chelsea parallel. Also die Spurs, ja, ganz ehrlich, ich glaube, gegen die hätten wir durchaus gewinnen können. Das hier ist jetzt erstmal zweitrangig. Manager-Rating ist trotzdem noch immer super. Wir gucken mal ganz kurz dann hier auf die Tabelle. Wir treffen, oh mein Gott, jetzt auf Sporting. Und ihr seht selber, wie wichtig dieses Spiel ist. Gewinnen wir, könnten wir Zweiter werden. Ansonsten bedeutet das vielleicht sogar bei einer Niederlage, dass wir im nächsten Jahr gar keine Chance auf die Champions League haben, weil wir eben nur in der Europa League spielen. Gehen wir einfach rein ins Lissabon Derby und ihr seid mit von der Partie. 2:2. Enzo, dann Nuno Santos, Pedro Porro und Cunha. Das wird nicht gereicht haben. Ich glaube, die Champions League können wir uns fürs nächste Jahr abschminken. Ist aber dann halt einfach so, ja. Es ist vielleicht gar nicht so schlimm, denn in der Europa League hat man durchaus das Zeug, weiterzukommen als vielleicht in der Königsklasse. Dann sind die Anforderungen vom Vorstand auch nicht so hoch und wir müssen uns keine Gedanken machen, können die Mannschaft weiterentwickeln. Und hier gucken wir nochmal ganz kurz aufs Pokalfinale hier. Porto ist jetzt der Gegner. Wir haben gegen Paços Ferreira dann in der Gesamtwertung 6:1 gewonnen. Liga Portugal sind wir auf Platz 3. Haben es gerade noch so geschafft. Aber ich glaube, das bedeutet trotzdem Qualifikation zur Champions League. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen und gehen jetzt hier rein. Estadio de la Artes. Benfica trifft auf Porto. Gibt es überhaupt einen Titel? Und ja, den gibt's. Wir schlagen den FC Porto. Bremer, Cunha und dann ist es nur noch Martinez mit dem Anschlusstreffer. Taka Portuguesa, Haken dahin. Nächstes Jahr soll es die Liga werden und in 2-3 Jahren dann gerne auch die Champions League. Das ist der Plan. Wir gucken nochmal ganz kurz auch auf die Statistiken intern. Da sehen wir zum einen, dass Flachodimos 12 Mal ohne Gegentor ausgekommen ist. In Sachen Vorlagen ist David
mit Neres mit 11 der Beste und in Sachen Torschützen Kunja mit 26. Elber Nilsson hat 25. Also im Kollektiv funktioniert das ganz gut. Wenn wir jetzt nochmal auf die Mannschaft schauen, dann bräuchten wir streng genommen, wenn wir überall Brasilianer haben wollen, einen neuen Linksverteidiger, einen neuen Rechtsverteidiger, zugleich einen neuen Torhüter und einen neuen Achter. Das sind zusammengerechnet noch 4 Positionen. Außenverteidiger in Brasilien, ich glaube, ist eine Rarität. Zumindest fällt mir jetzt so gerade auf den ersten Blick oder auf die ersten Gedanken kein guter Spieler ein. Ja, vielleicht muss man dann eine Formation ändern. Wobei, man muss ja nicht auf jeder Position einen Brasilianer haben. Die Challenge ist ja ursprünglich nur die, das habe ich zuvor auch falsch gesagt, dass man nur Brasilianer holen darf. Heißt nicht, dass nicht auch noch Spieler vom Anfangskader bis zum Ende dabei bleiben dürfen. Dementsprechend haben wir dann vielleicht doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, haben einen Titel gewonnen in der Liga auf Platz 3, Halbfinale in der Champions League. Es hätte besser, es hätte aber auch deutlich schlechter laufen können. Das ist unsere Mannschaft jetzt. Wir mussten in der Formation etwas anpassen. Unkonventionell im 3-2-1-4. Fabinho eigentlich typischer Sechser, aber der kann auch mehr oder weniger auf der 8. Kunja wird wieder als Stürmer umtrainiert, ist aber als ja, Mittelstürmer noch besser aufgehoben. Und es ist ein bisschen was passiert. Jugendscouts haben wir natürlich traditionell auch wieder rausgeschickt. Das hier sind allesamt Kandidaten, die noch als mögliche Neuzugänge in Frage kommen. Geschafft hat es dann aber Marquinhos mit 72 Millionen und Morato im Tausch. Dann haben wir ja noch Ederson für 115 Millionen geholt. Lucas Paqueta für 66,5 und Fabinho dann eben für 39 und Arnsnes das Ganze hier im Tausch. Der ist so schwer auszusprechen. Wie heißt er denn? Frederik Arnsnes? Keine Ahnung. Ihr wisst aber auf jeden Fall, wen ich meine. Und jetzt noch ganz kurz auch den Überblick aller Abgänge. Die haben wir gebraucht. Fernandes hier 84 Millionen, 65 Bar, 90 Grimaldo, Ristic 8,1, Flachodimos 39 und dann hat es ja bei 4 Abgängen auch 4 Neuzugänge ermöglicht. Eine richtig gute Truppe und wir spielen auch wieder Champions League. Mussten aber durch beide Quali-Runden, um jetzt offiziell in der Gruppe mit United, den Young Boys und zu guter Letzt Ajax Amsterdam zu sein. Ganz kurz noch den Überblick hier. Lask im Hinspiel 2-2, 3-0 im Rückspiel, 2-1 gegen Antwerpen verloren und im Rückspiel 5-3 nach Verlängerung. Spektakulär. Ohne Niederlage in die Saison gestartet, aber wieder zu viele Unentschieden. Das leidige Thema, wir kennen's. Wir gehen aber auch an den 1. Januar und hoffen, dass dann Platz 5 zu Platz 1 wurde und gleichzeitig auch wieder das Ticket fürs Champions League Achtelfinale steht. Hier sind wir dann also und gehen diesmal traditionell im Kalender zurück an den September. Auftaktsieg gegen United, auch gegen die Young Boys, gewonnen dann gegen Ajax in Hin- und Rückspiel. United dann zwar verloren, aber zum Abschluss nochmal Sieg über Young Boys Bern. Das ist natürlich dann auch wieder absolute Zufriedenheit für und von unserem Vorstand. Die Mannschaft wird immer, immer besser. Fabinho hatte eigentlich minus 3 im Live-Rating. Mittlerweile steht das alles auf plus minus 0. Wir haben die 85 plus im Kollektiv. Jetzt dann auch offiziell geschafft. In der Liga stehen wir auf Platz 2, sind noch ohne Niederlage. Das kann sich sehen lassen. Und jetzt gucken wir natürlich ganz kurz auf unseren Gegner in der Champions League. Da stehen wir im Achtelfinale und treffen auf Liverpool. Letztes Jahr im Viertelfinale erst. Da hat es aber erfolgreich dann auch geendet für uns. Nichtsdestotrotz natürlich ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Was bedeutet, scheiden wir da früh aus, könnte es auch sein, dass das Manager-Rating rapide in den Keller schießt. Gelingt uns auch im zweiten Anlauf, in einem Duell gegen Liverpool als Sieger vom Platz zu gehen. Anfield Road, die Reds also gegen uns ohne Paqueta. Der fehlt aufgrund zu vieler gelbe Karten oder vielleicht sogar einer direkten roten Karte aus der Gruppenphase. Weiß ich nicht. Martinelli und Cunha mit dem 1 und dem 2-0. Und Trent Alexander-Arnold sieht die glattrote Karte hier und fehlt somit jetzt im Rückspiel. Justin ersetzt also Trent Alexander-Arnold. Lucas Paqueta ist zurück in unserer Startelf und damit sind wir in Bestbesetzung hier. Und ja, können das 1-0, das frühe 1-0 für Liverpool wettmachen. Bruno Guimarães und mit einem 1-1 heißt es 3-1 in der Gesamtwertung. Schade für Liverpool, aber wir entscheiden wieder mal ein Duell gegen die Reds für uns und stehen damit auch erneut im Viertelfinale. Vielleicht bin ich da etwas überrascht, weil ich noch nicht weiß, was wir eigentlich für eine Qualität haben. Aber ich glaube, diese Truppe muss durchaus wieder auch ins Halbfinale. Natürlich kommt es da auch immer drauf an, hat man etwas Losglück oder nicht. Aber wir haben definitiv das Potenzial und die Qualität dazu. Die Rochi Blancos zu Gast in Lissabon. Diesmal fehlt Neres aufgrund zu vieler gelbe Karten. Wobei, der hat doch im Rückspiel gar keine Karte gesehen, oder? Ja, wahrscheinlich doch. Und ich habe es ja einfach übersehen. Thomas Müller ist Kapitän bei Atletico Madrid. Wir gehen also rein ins Hinspiel und bitte nicht verlieren. Ja, das gelingt auch. Marquinhos Führung, João Félix dann mit dem Ausgleich. Und im Estadio Metropolitano könnten wir mit einem Sieg direkt wieder auch ins Halbfinale einziehen. Das wäre der absolute Wahnsinn. Gelingt uns auch deutlich. David Neres mit dem 1-0, dann Marquinhos und dann noch Evan Nilsson. Und ich glaube übrigens ja jetzt auch, das habe ich gar nicht so wirklich explizit erwähnt, ist mir jetzt aber gerade klar geworden, ja, die Torschützen, das waren doch alles Brasilianer. Haben wir denn jetzt auf jeder einzelnen Position brasilianische Spieler? Das müsste der Fall sein. Und ganz genau so ist es dann auch. Wir haben eine richtig geile Mannschaft und ziehen das zweite Mal in Folge in erst zwei Spielzeiten
Zeiten als Trainer jetzt ins Halbfinale der Champions League ein. Real Madrid ist der Gegner. Letztes Jahr bei Endstation gegen den FC Bayern München. Jetzt warten die Königlichen und ich glaube, auf uns wartet eine extrem schwierige Aufgabe. Wir gehen direkt jetzt mal ohne Unterbrechung rein, das Ganze ins Hinspiel und damit auch ins Estadio Santiago Bernabeu. Neres ist zurück. Auf der anderen Seite haben wir eine super Truppe, aber ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken und es ist ein 1-1. Führung Evan Nilsson, Rodrigo dann als Brasilianer ebenfalls auch mit dem Ausgleich in einer komplett ausgeglichenen Partie. Im Rückspiel vor ausverkauftem Haus treffen wir auf eine brutal starke Mannschaft. Ich glaube, Vinicius Junior hat im Hinspiel noch gefehlt. Jetzt ist er zurück. Di Lorenzo ist auch mit von der Partie. Also ein paar Änderungen zeigt, wie gut der Kader auch in der Breite ist, aber nicht reicht für unsere Truppe und damit stehen wir im Finale. Es ist Evan Nilsson mit der Führung, Valverde mit dem Ausgleich, dann nochmal Valverde und plötzlich sah es gar nicht gut aus. Aber Evan Nilsson und Cunha benötigen 11 Minuten, um das Spiel von einem 1-2 auf ein 3-2 zu drehen. 4-3 dann in der Gesamtwertung. Wir schlagen Real Madrid. Das Ganze, nachdem wir zuvor Liverpool, Atletico und jetzt Real also geschlagen haben. Barca parallel, habt ihr ganz kurz gesehen, gegen Inter gewonnen. Die Nerazzurri also auch spät raus jetzt hier wie die Madrilen. Und damit steht dieses Finale. Erstmal gegen Portimonense das League-Pokal-Finale. Also das, worum es natürlich um den Ligapokal geht. Und die Ligameisterschaft haben wir hoffentlich auch geholt. Derby-Sieg gegen Sporting Lissabon. Wir gehen jetzt hier ganz kurz rein, gucken aber vorher mal auf den Werdegang. Das ist eine geile Mannschaft hier. Trotzdem hätte ich es noch nicht unbedingt jetzt für möglich gehalten. Gucken wir ganz kurz drauf. Braga haben wir gewonnen, dann auch Casa Pia. Dann haben wir gewonnen gegen Sporting und auch Estoril Braga. Und somit kommt jetzt Portimonense natürlich gelegen. Wir holen auch das Double, weil wir nur eine Saisonniederlage haben. Die beste Offensive und das mit riesengroßen Abstand. 17 Tore mehr als Sporting. 23 mehr als Porto und das sind wohlbemerkt die zweit- und drittbesten Mannschaften jeweils in der Liga. Und in der Champions League gucken wir noch auf den Werdegang von Barca. Die haben hier gewonnen gegen Juventus Turin, gewonnen gegen Dortmund und gegen Inter Mailand. Gewinnen wir jetzt gegen Portimonense im Estadio della Artis, dann haben wir den Doublesieg schon mal fix und können auch einen Haken hinter den Pokal hier machen. Dem ist leider nicht so. Wir waren zwar die etwas bessere Mannschaft, aber Portimonense überraschenderweise super gut im Spiel. Martinelli, Zapara, Paqueta, dann Joao Veras und dann Gonçalo Costa in der 102. Aber gut, dann wird es nichts mit dem Double oder mit dem Triple gewinnen. Aber wir haben letztes Jahr den Taca Portuguesa gewonnen, dieses Jahr die Liga. Und mit der Champions League könnten wir jetzt alle möglichen Pokale holen, binnen zwei Saisons, die es überhaupt zu holen gab. Im Atatürk Olympiastadi heißt es, Benfica Lissabon trifft auf den FC Barcelona und damit auf Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, Pedri de Jong und Kessié, Grimaldo, ehemaliger Spieler von uns, Koundé, Christensen, Walker und Marc-André Ter Stegen. Was die Trikotfarben betrifft, müssen wir, glaube ich, was machen. Wir spielen hier, würde ich sagen, in den goldenen Trikots. Barca spielt hier in schwarz, blau, rot, ist alles mit dabei. Kann man, denke ich, ganz gut auseinanderhalten. Absolutes Top-Duell. Auch auf Augenhöhe. Schiedsrichter ist Pim van Tilburg. Benfica, Barca, wir wollen die Champions League. Und da sind wir dann auch schon angekommen und haben Anstoß von links nach rechts im großen Champions League-Finale, was wir innerhalb kürzester Zeit hier aufgebaut haben. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Eine unglaubliche Mannschaft. Gabriel Martinelli, der steckt da nicht zurück, hat die erste Großchance. Und prüft im letzten Moment, ich glaube dann Christensen, nicht Marc-André Ter Stegen, denn der musste dann gar nicht mehr eingreifen. Das ist die erste Möglichkeit. Wieder Martinelli, wieder aber auch am Tor vorbei. Fehlt nicht viel, aber der Start ist durchaus vielversprechend. Und wieder Martinelli, da haben wir einen gesucht und gefunden. Der tankt sich wieder auf außen durch und diesmal in die Mitte und dann verstolpert Cunha hier. Ter Stegen war also geschlagen, der Verteidiger eigentlich auch, der dann aber noch entscheidend da ist, um hier natürlich unseren Stürmer dran zu hindern, das Ding problemlos einzuschieben. Das war die große Möglichkeit und der nächste Ansatz ist wieder da. Barca ist komplett gefordert in den Anfangsminuten. Nächster Ball, Evan Nilsson vorne wird gesucht, aber nicht gefunden. Und damit kehrt jetzt vermutlich ein bisschen Ruhe ein, wobei bei Barca von Ruhe keinesfalls die Rede sein kann. Und da kommt schon wieder Evan Nilsson vor Marc-André Ter Stegen, per Lupfer Ter Stegen ist da. Und dann war es wieder vielleicht nicht die richtige Entscheidung, hier mit dem Lupfer reinzugehen, sondern vielmehr einfach das Ding flach ins lange Eck. Darauf folgender Eckball, Martinelli läuft sich fest, aber Barca ist unter Dauerbeschuss, kann sich jetzt mal lösen. Aber nach 19 Minuten spielt hier nur eine Mannschaft und die kommt aus Lissabon. Wer sie vorne nicht macht, kann sie hinten aber eventuell kassieren. Nächster Anlauf von Barca, wobei der von uns gestoppt werden kann. Und somit geht es auch wieder in die andere Richtung, aber das ist dann etwas zu hektisch. Barca kann mal problemlos einen Angriff von
uns unterbinden. Jetzt Robert Lewandowski und Marquinhos, volles Risiko, wurde belohnt, zumindest im ersten Schritt. Bremer kommt nicht ran und dann ist es die größte Chance bis dato im Spiel für die Katalanen. Die scheitern aber hier knapp, der Ball am Pfosten vorbei. Robert Lewandowski schnuppert also am ersten Tor. Aber auch wir, das ist natürlich nicht das erste Mal. Und jetzt muss er in die Mitte, aber Koundé ist dazwischen, dann aber Fehler beim Rausspielen. Und dann ist es der erste und der zweite Versuch. Und Barca hat das nötige Glück, dass sie auch hier mit Hilfe von uns und natürlich Marc-André Ter Stegen zu einem großen Anteil noch immer die Null halten. Es ist eigentlich ein Wunder, dass hier noch kein Tor passiert ist. Und jetzt Cunha ist auf und davon und diesmal muss der Ball kommen und diesmal ist er dann auch da und der Torschütze trägt die Nummer 11 auf dem Rücken und ist, glaube ich, Evan Nilsson, 42. Minute. Lang hat's gedauert, aber besser spät als nie. Hier ist alles offen, Koundé kommt nicht mehr dazwischen, auch Christensen kann diesmal dem Querpass nichts entgegensetzen und damit ist es die hochverdiente Führung und für Evan Nilsson schon das 7. Tor im 17. Spiel, natürlich 4 mehr als eigentlich, wenn man in der regulären Champions-League-Saison ganz durchgeht, weil halt eben noch die Quali-Spiele auch mit dazu gezählt werden. Noch ist nicht Pause, eine Minute angezeigt in Nachspielzeit und Martinelli kommt nochmal und dann in die Lücke zu Evan Nilsson. Und er prüft Marc-André Ter Stegen, das ist die nächste gute Chance. Wir haben nicht viel Zeit, Flanke also rein in die Mitte und vielleicht irgendwie nochmal was Gefährliches kreieren. Reicht nicht, 1-0, es geht mit der knappen Führung in die Pause. Lewandowski, wieder findet er seinen Meister in Marquinhos und Martinelli treibt die Kugel nach vorne. Der Mann ist mit seinem Tempo so unfassbar wichtig für uns und dann mit dem nötigen Glück. Evan Nilsson, der setzt sich auch noch durch und diesmal mach ihn, Junge, und Ter Stegen ist wieder da. Der macht auch ein unglaublich gutes Spiel. Lewandowski, Frankie de Jong und dann ist Endstation hinten drin. Ederson, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel gleicht sich immer mehr aus. Es wird jetzt komplett neutralisiert um den Mittelfeldpunkt hier rum. Es ist wirklich jetzt auf Augenhöhe. Komplett. Und das war es lange Zeit nicht. Gut gespielt, Fabinho. Das ist unglaublich eng, aber wir bleiben trotzdem da und kreieren diese Chance und haben noch eine Möglichkeit. Und wieder Ter Stegen zur Stelle. Barca nutzt die Lücke und Marquinhos ist wieder da. Der Junge hinten ist das Kryptonit vom FC Barcelona. Und jetzt vielleicht nochmal eine Konterchance. Wieder mit Martinelli. Der hat natürlich Tempovorteile. Nicht unbedingt gegen Kyle Walker, aber im Allgemeinen gegen die Barca-Defensive. Hier aber gewinnt Walker das Ding. 20 Minuten jetzt noch. Wieder Lewandowski und wieder Endstation. Ein Keeper. Beide in absoluter Topform. Mein Tee kommt jetzt für Fabinho. Wir haben zuvor auch noch Victor, den einen Innenverteidiger, ebenfalls Brasilianer, eingewechselt. Wechseln darf man ja, denn nicht unsere komplette Bank ist ausgestattet mit Brasilianern. Es sieht aber doch ganz gut aus. Nichtsdestotrotz, es gibt immer wieder auch Hochkaräter für die Katalanen. Das habt ihr gerade eben hier gesehen. Die Blaugrana kommen nochmal gefährlich. Eine Schlussoffensive suche ich aber bis hierhin noch vergebens. David Neres jetzt hier gegen Christensen. Setzt dich auch hier auf der Außenbahn durch. Komm, Junge, ein bisschen Risiko. Christensen aber macht's gut. Halt wirklich sehr, sehr lange die Geduld. Bleibt also dran. Und damit heißt es in der 79. Minute immer noch nur die knappe 1-0-Führung. Und die wackelt noch. Vor allem, weil Barca nochmal kommt hinten raus. Das ist so spannend. Die Chance lebt dann auch noch immer. Ederson in der zweiten Halbzeit ein gefragter Mann. Und wir bleiben jetzt einfach mal live mit dabei. Die letzten paar Minuten. Das könnte vielleicht jetzt hier die nötige Entlastung sein. Aber da kommt der Ball einfach auch wieder nicht durch. Und man verpasst den richtigen Moment zum Abspiel. Somit nochmal der FC Barcelona. Die kommen hier abgefangen. Zum ersten, zum zweiten allerdings nicht. Und dann wieder Marquinhos. Der Typ ist eine Rakete in diesem Spiel und dann kommt auch noch diese riskante Ball an und dann verlagern wir komplett rüber auf David Neres und das muss die große Chance sein, das ist die große Chance und dann ist es hier auch richtig gut gemacht, aber trotzdem fehlt dann hier wieder der letzte Moment und wir spielen es trotzdem gut aus und kreieren eine Großchance, zugleich die letzte in diesem Spiel, denn der Schiedsrichter hat bereits abgepfiffen und wir gewinnen mit 1-0. Im Minimalprinzip und das trotz maximalem Aufwand in dieser Partie. Es war ein richtig geiles Spiel, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben es nach 2 Jahren geschafft. Letztes Jahr Halbfinale plus Pokalsieg, Platz 3 nur in der Liga, über die Quali-Runde, jetzt dann in der Champions League qualifiziert und dort auch ohne großartige Probleme durch. Diese Mannschaft hat brutale Qualität und konnte das hier eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bremer ist der Kapitän, im ersten Jahr war das unser absoluter Top-Transfer. Ich glaube auch der höchst dotierte, zumindest im ersten Jahr. Die Ablösesummen sind ja dann absurd nach oben gegangen im zweiten Jahr. Wir haben die Champions League geholt, haben eine komplette Mannschaft aus Brasilianern hier erstellt und diese Mannschaft hat
Unglaubliches geleistet. Ja, im ersten wie auch im zweiten Jahr. Wir konnten uns nochmal übertrumpfen. Wir haben die Liga gewonnen, haben wirklich einmal Pokal, einmal Liga und jetzt auch einmal die Champions League. Finale im Pokal, da ganz knapp in der Verlängerung raus. Und ansonsten war es wirklich eine brutal erfolgreiche Zeit hier bei Benfica Lissabon, die eigentlich auch noch weitergehen würde, wenn wir nicht in einer STG wären, ja, wo halt irgendwann Endstation ist. Ja, spätestens dann, wenn man eben die Champions League gewonnen hat. Soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.